Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Sphinx und die verfluchte Mumie. Und ja, ihr seht, ich habe eine bessere Zeit geschafft. Und mal sehen, was er sagt. Hä, was, wie kannst du schon zurück sein? Hast du vielleicht gewogelt? 77 Sekunden, das sind der Wahnsinn. Eine solche Zeit verdient eine Belohnung. Hier, nimm dies, möge es dich auf deinen Reisen gesund halten. Ein weiteres Goldanteil, wusste ich doch, dass es dafür eigentlich. Okay, auch das haben wir geschafft. Noch ein paar schlechte Versuche, aber der erste, der wirklich bis Ende durchging, war okay. Ja, wie gesagt, das Geheim ist halt, man muss es in einem Zug durchlaufen. Und keine unnötigen Dinge machen, also keine unnötigen Sprünge oder weiß der Geier was, einfach durchrennen. Kann er mich eigentlich auch heilen? Heilt er mich eigentlich auch? So nicht, oder? Der speichert nur, schade. Weil ihr seht, ich bin gerade ein bisschen am Sterben. Ja, wir haben ja im letzten Part Anubis gesprochen. Und ja, erstmal nur mit seiner Statue, aber wir konnten halt seine Stimme hören. Und er hat uns zwei Prüfungen gestellt und wir können jetzt einsetzen, wie ihr seht. Ich habe da schon ein paar Feuergürteltiere. Oder eins habe ich noch. Ah ja, Angteile, sehr schön. Wir können jetzt Fangkäfer einsetzen. Und wir können halt jetzt jedes Monster fangen. Ich werde mal. Hallo? Aha. Die Fangkäfer immer da oben sind, weil hier kommen ist auch Gegner drin. Zwar nur harmlose, aber. Ja, wir waren ja schon drin, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Hier könnten wir einen. Ist hier ein Gegner drin? Ja, hier ist zum Beispiel die Schlange drin. Okay. Ein Treffer. Du hast ein Monster gefangen. Ganz richtig. Eine Kobra. Wie ihr hier auf diesem Bildschirm sehen könnt. Mit Steuerkreuz. Ganz komische Steuerung. Warum das hier nicht mit einem Stick geht, weiß ich nicht, muss man ein Steuerkreuz machen. Kobra. Angriff 2, Verteidigung 1. Die Feuertiere haben auch 3 und 3, okay. Kobras sind sehr giftig und leben auf Bäumen und anderen Pflanzen. Wer das Heim einer Kobra stört, muss mit einem sofortigen Angriff rechnen. Jo. Und ihr wisst ja sicher alle, dass Kobras nicht ungefährlich sind. Gehören zu den. Nein. Zu den giftigsten Schlangen der Welt. Und noch ein Auge, sehr schön. Auge des Atun oder so. Kann man hier eigentlich sein. Aber ja, ich habe jetzt außerdem so ein Feuergürtel hier los. Warum? Wollte ich doch ja auch nicht. Na gut. Und ja, man kann nur die Feuergürteltiere und die dürren Fettsäcke losschicken. Die anderen Tiere kann man nicht benutzen. Nur diese beiden. Können wir den roten Flugstein hier mal einsetzen? Das ist eine sehr wichtige Figur, meine Freunde. Das ist nämlich ein Bauer. Uff, Moment mal. Dies ist doch der Palast des Pharao. Wie ich bloß hierher gekommen? Natürlich, ich wurde gerufen, um im Palastgarten zu arbeiten. Jedoch kenne ich niemanden von all diesen Leuten hier. Ich dachte, der Pharao hätte ein Besuchsverbot verhängt. Ich frage mich, was er dazu sagt, dass all diese Steine, die hier sind.
Aber ich sollte zurück zum Hof und zu meinem Bruder. Er macht sich bestimmt Sorgen. Vielen Dank für die Befreiung, mein Freund. Ja, kein Problem, mein Freund. Du solltest uns auf dem Hof besuchen. Er ist gleich auf dem Hügel da draußen. Besuche uns, wir werden dir nach Kräften helfen. Ja, das ist wohl wahr. Die haben... Bei denen kann man nämlich, was ich auch ewig nicht wusste, bei denen kann man mehrere Anteile kriegen. Goldanteile meine ich jetzt natürlich. Du? Ja, okay, das ist nicht gelb. Ja, Freunde, das wusste ich lange nicht, dass man mit den Bauern da noch was machen kann. Da war einige gehört dazu, die Anteile gehört, die ich nie wusste. Ich habe das Spiel ja durchaus mehrere Mal durchgespielt. Geld? Okay. Wie ihr seht, wir haben die maximale derzeit mögliche Grenze erreicht. Das heißt, wir müssen erstmal nach Heliopolis gehen. Und Geld auf den Kopf hauen, bevor wir weitermachen. Hier haben wir auch ein Tier. Das gehört uns. Ein Säbelskorpion. Da haben wir hier, ja Gott, Feuergürteltier. Kann schnell laufen und noch schneller angreifen. Von seinen dunklen, seinen dunklen Stacheln sollte man sich fernhalten. Jo. Angriff 1, Verteidigung 1, ja. Ist halt eher ein schwächeres Monster und wie ihr seht, der rennt doch eher weg, als dass er wirklich angreift, also. Ja, wir haben wirklich nur noch ein Feuergürteltier, na gut, werden wir gleich mal hier benutzen. Ja, na gut, wieder. Verkäfer verballert. Aber das ist nicht so schlimm, Freunde. Das ist nicht schlimm. Ja. Wir können durchaus genug Geld verdienen. Aber wieder, es ist jetzt. Ich muss jetzt erstmal Geld ausgeben gehen, weil wir sonst um das Geld umfallen, was wir sonst bald erhalten können. Nanu, was ist das für ein Ort? Du hast mich ganz schön erschreckt, Freund. Ich wurde als Erbieter herbeigerufen, um die Autobiografie des Pharaos zu schreiben. Dann wurde ich irgendwie schläfrig und jetzt bin ich hier bei dir. Seltsam. Diese seltsamen Ereignisse sind gut, eine gute Idee für ein passendes neues Buch. Ich werde unverzüglich zurück nach Erbidos gehen, um mit der Arbeit zu beginnen. Vielen Dank für deine Hilfe, Fremder. Nimm dieses Buch als Dankeschön. Wenn du mal in Erbidos bist, komm ruhig. Noch ein Schwarz vorbei. Das ist das Buch der Toten. Oh. Ja, das Buch der Toten, auch ein mystisches Buch. Diesen alten Wälzer kannst du Tragek Orb beschwören und damit ja ohne zur Mumie bringt. Ach so, dazu brauchte ich das Buch. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal, bevor wir noch irgendwas anderes machen, nach Erbidos gehen. Das heißt, falls es geht. Weil ich glaube, ja, wir haben im Grunde kein Feuergürteltier, machen wir später. Weil ich glaube. Ah, ja. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Bauern wieder auf ihre Farm kommen, genau. Weil da sind ja immer noch diese Augen von Ra, die absolut tödlich sind. Hier sind die beiden. Da bist du ja. Vielen Dank. Ich kann dir nicht genug danken dafür, dass du meinen Bruder befreit hast. Verzweifelt lang. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Aber dank dir sind wir wieder vereint. Mein Bruder und ich würden gerne zum Hof zurück. Aber nicht so lange die tödlichen Augen des Radars draußen sind.
sieht so aus, als bleiben uns nur unser Pech erhalten. Ja, Freunde, und damit haben wir unsere nächste Aufgabe. Wisst ihr was? Wir werden... Moment. Lass mal gleich noch mit der einen oder anderen Aufgabe verbinden. Wir werden jetzt nochmal dahin gehen und 2 bis 3 Feuerwürdeltiere holen. Ja, wir können jetzt unter Wasser diese Delfinnummer hier abziehen. Ja, Freunde, tut mir ein bisschen leid, aber damit werden wir halt öfter mal Zeit verbringen müssen, diese Viecher zu farmen. Ach. Ja, wie gesagt, im Wasser ist natürlich tödlich für Feuergegner. Wasser ist natürlich tödlich für Feuergegner. Kennen wir ja schon aus sehr vielen Spielen. So, jetzt haben wir ja wieder 5 Stück, das sollte er schon. Moment. Aber wer klingelt denn jetzt? Ah, ganz schlecht, Freunde. Ganz schlecht. Gerade gekommen, ja. Die Amiibos. Für Smash Brothers. Ganz lustig. Ja, die Piranha-Pflanze, ich weiß nicht, Freunde. Was soll ich sagen? Ich meine, viele haben, ja... sehr... Ich meine, klar, wir waren sicher alle erstaunt, als wir das gehört haben, dass die Piranha-Pflanze Kämpfer wird, aber... Naja, wie gesagt, das ist Nintendo, Freunde. Das ist Nintendo, die haben immer so eine Überraschung parat. Und Caking Rule, ja... Gesagt, viele wollten ihn schon lange unbedingt haben und haben schon lange gesagt, ja, okay, Caking Rule und so und... Alex, setz die mal jetzt nicht da ein. Die Augen, da hinten ist er auch noch im Kopf, aber den werde ich mal woanders einsetzen. Die Augen, die ich im Moment habe, benutzen. Ja, hier können wir uns unseren Adlerstein benutzen und da kommt so eine Vogelmumie hier an. Der schlägt uns hier rüber. Hier, wenn wir hier hochklettern, haben wir einen Stein, einen riesigen Stein, der auf einem Holzgerüst steht und Holz brennt, wie wir alle wissen. Also stecken wir das mal in Brand und gucken, was passiert. Oh Scheiße, haben wir eine Lawine ausgelöst, die den Palast zerstören wird? Nein. Nicht
direkt, meine Freunde. Wir werden nur einen Obelisken kaputt machen. Und jawohl, eine Truhe mit, ja, ihr könnt es euch denken, einem weiteren Amtteil natürlich. Habe ich euch den Obelisken eigentlich schon gezeigt? Ich glaube ja. Hier oben ist ein Obelisk, ein ganz besonderer. Und hier steht irgendwas in einer fremden Sprache, ja, das habe ich euch schon gezeigt. In einer fremden Sprache dran. Das war jetzt nicht so gewollt. Ich wollte eigentlich da heil runterkommen. Ah, ist egal, wir sind unten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, all diese Dinger kaputt zu machen. Und dazu müssen wir wieder etwas farmen. Wo waren denn die Dinger nochmal? Ah, nee. Stimmt. Wir müssen erstmal hier mit dem anderen Vogelding fliegen. Schwein gehabt. Ja, wie gesagt, das sieht hier so ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft oder ein Artillerietestgebiet. Nein, das sind alles Pflanzlöcher. Und sobald wir die Bauern wieder in ihrem Hause haben, können wir da auch was mit anfangen. Ja, hier. Hier hatten wir ja Fetzek und die können wir direkt aufsaugen und der gebiert noch gleich einen neuen. Können wir gleich, na, zwei haben, sehr schön. Ja, aber die kann man sehr viel einfacher farmen als die Gürteltiere, weil die braucht man nicht erst zu schädigen. Okay, das reicht erstmal für unsere Zwecke, Freunde. Nein. Werde ich mir die erstmal auf die Taste legen. So. Und jetzt können wir nämlich die Dinger hier wegmachen, damit wir die Farm befreien sozusagen. Vorstelle. Ah, leider nicht. Verdammt, der ist an ihm hängen. Okay, jetzt haben wir schon drei Augen. Noch ein Feuergürteltier. Ah, schade Geld. Okay. Wow, der hat mich fast erwischt. Ja, das hier ist das Farmhaus. Ja, mehr oder weniger wie ein eigenes Zelt oder so. Wo
Und hier sind zwei Krüge. Ich glaube, da ist auch immer nur Geld oder so drin. Ja. Okay. So. Ich sag, von hinten kann man gefahrlos rangehen, kein Problem. So. Damit, Freunde, ich denke mal, diesen werden wir hier mal schon aktivieren. Weil wir öfter die Strecke zwischen dem Palast und dem Tor da bewältigen müssen. Sehr, sehr hilfreich. Im Gegensatz zu dem, der da hinten in der Ecke steht, nicht der, den können wir später irgendwann machen. Ja, es wird mehr als genug Augen für alle geben. Ja, natürlich erstmal holen wir uns mal den Schatz, den wir gerade freigelegt haben. Ach nee. Ein weiteres Goldanteil. 5 Stück haben wir jetzt schon. Ja, 5 Stück, aber wir hätten schon längst einen neuen Goldank, aber erstmal reden wir jetzt mit ihm. Wunderbar, du hast alle Augen des Ra vernichtet. Jetzt können mein Bruder und ich wieder an die Arbeit gehen. Danke. Können wir direkt zu ihnen? Ja, wir können direkt zu ihnen gehen. Wartet mal eine Sekunde, meine Freunde. Da muss ich wieder mein berühmtes Buch zu Rate ziehen. Das ihr vielleicht schon aus anderen Let's Plays kennt. Das ist ein handgeschriebenes Buch, in dem ich mir viele Notizen zu meinen Lieblingsspielen gemacht habe. Und da habe ich auch eine Liste drin zu allen Ankteilen. Gott, wo ist es nicht? Simpsons. Okami. Banjo. So weit vorne. Ah ja, hier. Und zwar zwei Stück gibt es hier. Zwei Stück gibt es hier. 4. und 15. Parzelle. Und zwar. Hallo, es ist schön, wieder mit meinem Bruder auf dem Bauernhof zu sein. Ich glaube, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Ja, dank dir können mein Bruder und ich uns wieder an die Arbeit machen. Für alle deine Hilfe möchten wir dir dies hier geben. Wir haben es bei Flügen gefunden. Es sieht sehr wertvoll aus. Jawohl, eine weitere Urne. Oder wie ich sage mal Kanupe. Also eigentlich heißen diese Gefäße Kanupen. Du hast eine Urne gefunden. Ein Teil von König Tuts Seele wird darin aufbewahrt. Ja, ich glaube, jetzt wird automatisch, ja, schade. Jetzt wird automatisch die Sequenz gestartet, wo wir wieder die Mumie werden. Na gut, tut mir leid, Freunde, ich wollte euch jetzt zeigen, wo man die Anteile ausbuddelt. Machen wir denn, wenn wir wieder hier sind. Wie gesagt, das sind automatische Sequenzen, die kann man halt, die kann man nicht wählen. Aber sobald wir wieder
Sphinx sind, werden wir als erstes, nachdem wir den Bauern gesagt haben, wo sie die erste Pflanze pflanzen sollen, weil wir können jetzt aus diesen ganzen Löchern, die ihr da gesehen habt, können wir aussuchen, wo sie eine Pflanze anpflanzen sollen. Oder einen Baum, aber ich kann sie doch mal anpflanzen. Und auf jedem Feld gibt es irgendeine Belohnung. Geld, Fangkäfer, Munition für die späteren Pfeile und so weiter. Und auch zwei Goldanteile natürlich gibt es da zu finden. Schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Versprochen. Wie versprochen, habe ich die zweite Urne besorgt. Und du wirst gesünder aussehen als jemand zuvor. Ja, na sicher. Er sieht immer aus wie eine Mumie, aber deswegen schickt dir auch noch etwas anderes, das ich sehr interessieren könnte. Jawohl, der dunkle Stein der Unsichtbarkeit. Er ist magisch, ein magisches Artefakt, das sich unsichtbar macht, wenn es aktiviert. Es gibt jedoch eine Einschränkung. Es funktioniert nur, wenn du stillstehst. Sobald du weitergehst, bist du wieder sichtbar. Ja, so sieht's aus, Freunde. Mit diesem neuen Artefakt solltest du in der Lage sein, noch mehr Bereiche dieses üblen Ortes zu erforschen. Wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, was vor sich geht. Viel Glück. So sieht's aus, Freunde. Jetzt haben wir hier auf unserem Bedienfeld ein neues Ding, nämlich Verstecken. Der wird unsichtbar. Also für alle anderen. Wir sehen ihn natürlich noch leicht so durch. Also sobald wir es bewegen, war es das. Da müssen wir leider mit leben. Ja, ich werde jetzt hier mal speichern. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde die Pause da ein bisschen rausschneiden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder als Mumie durch die Gegend laufen, meine Freunde.